Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht und wie auch angekündigt war, ist es The Witcher 3 Wild Hunt von dem, ich glaube, polnischen Entwicklungsstudio CD Projekt Red. Habe ich auch schon durchgespielt gehabt, natürlich nicht zu 100%, aber ich möchte euch heute ein neues Spiel zeigen. Und zwar, okay, das kennen wahrscheinlich schon viele. Jetzt haben wir hier unsere Schwierigkeitsgrade, Gräder. Ich kenne die Mehrzahl von Schwierigkeitsgraden nicht. So, wollen wir sagen Schwierigkeitsstufen, das geht auch. Und so haben wir einfach nur die Geschichte. Und da geht es darum, du möchtest die Reise durch die Welt genießen. Da haben wir das Schwert und die Geschichte. Du schätzt eine kleine Herausforderung, na? Das würde ich wahrscheinlich auch wählen. Also das ist so mittel oder leicht schwierig. Obwohl, nee, mittel, leicht schwierig, unmöglich wahrscheinlich. Blut, Schweiß und Tränen. Du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Spieler. Nein, bin ich gar nicht. Zumindest nicht in Rollenspielen. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das hier. Tutorials. Ich würde ich einfach mal machen. Ich habe The Witcher 3. The Witcher 2 nie gespielt. Also machen wir das mal aus. Möchtest du ein neues Spiel beginnen? Okay, dann machen wir ein neues Spiel und gucken, was los ist. Das sind wir wahrscheinlich jetzt. Sieht sehr nach unserem Pferden aus. Jawohl, das sind wir. Lädt wahrscheinlich gerade. Ich hoffe mal nicht so lange. Komm, lad schneller. Thank you.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. So, jetzt können wir spielen endlich. Also, das ist... Ja klar, jetzt ja, willkommen beim Tutorial. Jetzt werden wir wahrscheinlich gefragt, möchten wir das überspringen? Und zwar würde ich gerne erstmal... Ja, Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung an. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktivierten Quest. Gut. Darf ich jetzt hier rumlaufen? Bitteschön. Gut, darf ich. Gott sei Dank. Das sind unsere Hexersinne. Damit können wir halt Spuren verfolgen und halt noch mehr Spuren verfolgen und Ziele genauer sichten. Und wer sich jetzt fragt, wer die Frau ist, das ist natürlich Yennefer. Also quasi einer von Geralds Geliebten. Es gibt noch eine andere. Das werdet ihr aber noch später noch sehen. Und jetzt sind wir quasi mit unseren Hexersinnen den Schlüssel finden. Und jetzt quasi sollen wir Ciri, das ist, ich nenne es jetzt mal Geralds Ziehtochter in Anführungszeichen. Mal gucken, was sie so treibt. Wahrscheinlich gerade trainieren. Es ist halt noch so das Anfangslevel, wo alles gezeigt wird. Was ist denn jetzt los? Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Jetzt haben wir zwei Optionen. Sei nicht so wütend auf sie oder... Ja, das ist jetzt die Frage. Oh, ich weiß. Was wählen wir? Ich würde sagen... Komm... Wer liest schon gern Bücher? Wir sind nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten.
Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte, als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Eine Entschuldigung reicht nicht. Ach komm, sie ist doch jung. Da. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Naja. Ach komm. Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Aber ganz schnell möchte ich noch kurz in den Optionen diese Subtitles ausschalten, diese Untertitel, die nerven mich gerade echt. Das ist unter Anzeige, ne? Konfigurieren. Untertitel. Oder zählt das mit Audio? Ich weiß es echt nicht. Sprache. Aus. So. Wo geht's lang? Wenn du fällst, vielleicht. Ach, Mann. Ich will da lang. Lass mich. Gut. Jetzt. Ah! Mann, die gewinnt auch noch, ey. Geralt. Nein, nicht roter Geralt. Der Typ, ey. Echt. So, jetzt lass mich doch mal vor. Wo geht's Was lang? Was hab ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Komm, hier runter. Ciri, lass den Quatsch. Schlimmer als ihr Lehrer, echt. Also Geralt, echt. Das ist noch schlimmer als Gemeinschaftskunde, ey. Obwohl, man darf ja wenigstens das Töten üben, also ist das schon besser. So. Wo lang? Da lang. Ui. Darüber, ne? Genau. Darunter jetzt. Ich kenne echt den Parcours echt gar nicht auswendig. Schwach für meine Verhältnisse eigentlich. Gewonnen. Ich muss nur noch wachsen. Das stimmt aber allerdings. Geralt ist größer als sie. Und dann sind wir mal endlich angekommen im Burghof. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe.
Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Ich würde sagen, wir wollen ja alles zeigen, ne? Also fangen wir mit den Grundlagen an. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Dann nimm dein Schwert. Also, das aus Stahl meine ich. Zieh das Schwert, Geralt. So, das. Schnelle Hiebe. Eins, zwei, so. Drei. Das sind quasi schnelle Schläge und das sind die ganz langen und stärkeren Schläge. So, und einmal ausgewichen. Na komm, greif an, Kollege, komm. So, natürlich hier wird die Zeit ganz kurz gestoppt. Natürlich, das ist quasi die Rolle, die man auch machen kann, was bei Pfeil natürlich dementsprechend sehr effektiv ist. Paraden. Siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Die Kleine fetzt einfach nur. Das ist nicht so witzig hier teilweise. Konter. Schlag gegen Schlag. So. Los, greif an. Oder bist du zu alt geworden, Kollege? Eine Holzpuppe. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Gwen an. So, dann machen wir mal Gwen. Ciri, Gwen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. So. Das ist quasi Gwen. Damit können wir uns schützen. So, was soll ich jetzt machen? Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen so, das ist quasi unser Feuerangriff. Siehst du? Ohne das Quenzzeichen stünde ich jetzt in Flammen. Dann als nächstes Art. Und unsere Druckwelle quasi. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Und alles aus dem Rhythmus. So, und als nächstes. Axi. Och. Ich hasse dieses Gefühl. Gedankenkontrolle. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Und jetzt nochmal wahrscheinlich Irden. Jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Irden. Ich will da auch immer Irden sagen. Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Ja, da hat Gwen aktiviert. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Bombe. So. Ach, an den markierten Ort. Nee. Der. Okay, gut. Weil er es gerade auf der Karte noch einen anderen angezeigt hat. Jetzt lass mich doch mal hierher. Dankeschön. So, und jetzt sollen wir da eine Bombe hinschmeißen. Ja, okay, das war schlecht gezielt. Dann nochmal ganz kurz. Komm, ziel richtig, Geralt. Freistil-Training. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Okay, gut. Kann ich irgendwie auch gewinnen? So, beendet Training. So. Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst.
Mr. Wolf. Nein! Das war aber, glaube ich, nur ein Traum, ne? Spoiler, das war nur ein Traum. Alles in Ordnung. Gut. So. Temerienstraße nach Vysima. Mai 1272. Alter, ist das alt. Okay, die Geschichte spielt auch ganz früher. Alles klar? Zu Mittelalterszeiten. Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ich möchte lieber nicht drüber reden. Ich würde lieber nicht drüber reden. Verstanden. Also, Zeit zum Aufbruch. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Vysima. Hm. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Privatsache. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Ghule. Ich sag, wir machen mal Igni. Ah, oh Mann, diese Tutorials. Ah. Was jetzt? Alter. Ah, komm schon. Ah, Mann. Das ist halt der Nachteil bei diesen stärkeren Angriffen, dass die so Ewigkeiten halt brauchen. Igni. Come on! Und kaputt! Ich will hier noch mal ganz schnell looten. Armeen durchziehen vor grünen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Ja, ich würde aber schon gerne alle looten wollen. Plötze! Also, sei es unsere Pferde natürlich. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, ja. Der ständig davon geredet hat. Wie gesagt, diese Tutorials könnt ihr halt durchlesen, wenn ihr einfach auf Pause drückt. Ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wo geht's denn lang? Ich folge einfach mal diesem Weg. Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ein Greif?
Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Na klar. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder da haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Nur 50, Alter? Nicht ein bisschen wenig? Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Komm, ja, wir sind nett. Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl, direkt aus dem Keller. Gehen wir. Gehen wir. Plötze. Also auf die Plötze fertig los, ne? Dann reiten wir mal ganz schnell voraus. Und zwar, wenn man auf Wegen reitet, dann kann man das gedrückt halten, dann läuft Plötze automatisch den Weg lang. Und verliert währenddessen keine Ausdauer. Das ist sehr praktisch eigentlich. Für längere Strecken. Ich glaube, wir sind angekommen. Ja, wir sind da. So, dann gehen wir mal in die Taverne. Mal gucken, was hier so abgeht. Ob hier Party ist oder nicht. Mal gucken. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal.